Bonjour les enfants. Alors, la première semaine, on a beaucoup travaillé la compréhension orale. Die erste Woche haben wir viel an Hörverständnis gearbeitet. Peut-être que tu as bien fait les devoirs, que tu as regardé les vidéos de Lise, Anne-Lise et Lola et que tu as fait soit les tests à cocher, si tu es en 7e classe, ou que tu as répondu aux questions, des grandes questions, si tu es en 8e classe. Also, normalerweise hast du dir die Videos von Lise, Anne-Lise und Lola angeschaut und dann hast du entweder einen Ankreuztest, die Ankreuzteste dazu gemacht, wenn du in der 7. Klasse bist, oder die Fragen einfach in ganzen Sätze beantwortet, wenn du in der 8. Klasse bist. Vielleicht hast du inzwischen auch schon die Videos von den Kindern dir angeschaut, aber jetzt gerade möchte ich dir beibringen, wie man Fragen beantwortet. Ich höre etwas hinter mir. Können wir weiter filmen? Ja, also dann, guck mal. Mein nächster Schritt wäre, dass du fähig bist, so wie Lise, Anne-Lise, Lia, Mila, Noah, einfach so frei Fragen zu beantworten. Dafür müssen wir ein bisschen wiederholen, wie beantwortet man Fragen? Wie kann man sich auf alle Wörter der Fragen stützen, um einfach selber einen schönen Satz auf Französisch zu bilden? Also, wir schauen gleich. Ich habe für euch Sprechblasen vorbereitet mit einem Farbcode. Was verwenden wir aus der Frage und was man ändern muss und was muss unbedingt wegfallen? Lasst uns anfangen bei dem, was wegfallen soll. Hier haben wir die Frage: Tu as quel âge? Tu as bedeutet du hast, das wird bleiben, aber das muss man ändern. Also, das ist dann violett unterstrichen. Und was wegfällt auf jeden Fall ist quel âge. Quel âge bedeutet wie alt. Wortwörtlich, welches Alter hast du? Okay? Also, quel âge geht weg. Und ton anniversaire, c'est quand? Das machen wir zurzeit, gell, in der 7. Klasse. Ton anniversaire, c'est quand? Dein Geburtstag ist wann? Wann wird auch wegfallen. Wann sagen wir nicht in der Antwort, okay? Vielleicht merkst du, welches Alter, wann. Auf Deutsch nennt man das die W-Wörter. Leider haben wir auf Französisch nicht solche Wörter, die helfen, eine Frage zu bilden und die immer mit den gleichen Buchstaben beginnen. Das haben wir nicht. Immer beginnt es mit einem anderen Buchstabe. Aber wir werden einfach, also Schritt für Schritt, versuchen es, die alle zu merken. Quel âge? Wie alt? Quand? Wann? Jetzt guck mal die Antwort. Tu as quel âge? Tu wird je oder j' apostrophe. A wird est. Und dann kannst du beantworten. J'ai 13 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Ton anniversaire, c'est quand? Quand? On l'enlève et tu transformes ton, dein, änderst du in mon, mein. Mon anniversaire, c'est le. Ok? C'est pour la première question. Prochaine question. Question très simple. Tu t'appelles comment? Comment wäre ein weiteres W-Wort sozusagen. Comment bedeutet wie. Tu t'appelles comment? Comment lasse ich weg? Und dann antworte ich je m'appelle. Aus tu wird je, aus t' wird m'. Und tu t'appelles immer mit S am Ende. Tu, ein S am Ende von dem Verb, aber nicht bei je. Ça, la question, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Das schreibt man wie? Das schreibt man, behalte ich, um die Frage zu beantworten. Das schreibt man wie? Das schreibt man so und so. Also, comment? Weg, wie? Weg. Ça s'écrit. Und dann kannst du buchstabieren. Siebklässler sind sehr, sehr fit im Buchstabieren. Haben wir vor kurzem gelernt. On continue. Troisième question. Tu vas au collège? Aller, gehen haben wir in der 7. Klasse noch nicht gelernt, aber die 8-Klässler können sehr, sehr gut. Tu, das ist ein unregelmäßiger Verb, den man einfach so lernt. Ein unregelmäßiges Verb, das man einfach lernen muss. Tu vas au collège? Du gehst in die Realschule.
in die Realschule werde ich behalten. Tüva werde ich in ich gehe oder nicht beantworten, ändern. Und tu es dans quelle classe, das kennen wir richtig gut. Quelle classe, vielleicht classe, hätte ich nicht unterstrichen sollen, merke ich gerade. Du bist in welcher Klasse? Schau mal. Tu vas au collège? Tu vas au collège? Oui, je vais au collège. Tu es dans quelle classe? Je suis dans la classe. Et tu connais la phrase, je suis dans la classe 7B, je suis dans la classe 7C, je suis dans la classe 7D. Alors, ça, ça serait déjà pour nos trois premières questions. Fais une petite pause pour le montage. Alors ensuite, les questions concernant ton identité. Vielleicht wirst du den Witz verstanden haben, also die Mutter von Lia stellt noch weitere Fragen an Lia. Also bist du eine Frau, ein Mann, vielleicht ein Tier oder was anderes? Ja, die Frage verstehst du auf Anhieb, denke ich. Wir haben es sehr, sehr oft geübt. Wichtig ist, du kennst die Antwort, was dich betrifft, gut. Ja? Also, dass du zum Beispiel un adolescent bist, ein Jugendlicher, und dass du un garçon bist. Okay? Also, das kennen wir eigentlich. Nur das ist ein bisschen beeindruckend. Alle Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn du öfters diese Video hörst, dann wird es ja auch geläufiger. Und wenn ich es schaffe, viele verschiedene Menschen für uns zu finden, zu interviewen, dann wirst du auch die viele verschiedenen Möglichkeiten dir langsam einfach einprägen. Schau mal die weitere Fragen. Tu habites où? Jetzt haben wir wieder ein Wort, ein W-Wort sozusagen. Où ist wo? Und den werden wir auch weglassen. Tu habites. Attention le S. Où? J'habite. Attention là les prépositions, c'est important d'utiliser les bonnes prépositions. J'habite à Freiburg. Pour une ville ou un village, für eine Stadt oder ein Dorf, verwenden wir immer die Präposition à. In auf Deutsch. C'est dans quel pays? C'est dans quel pays? In welchem Land ist es? Also in welchem Land lassen wir weg und wir sagen in welchem Land. Da ist die Präposition aber en. Also aufpassen. C'est en Allemagne. Ou c'est en France. C'est en Italie. C'est dans quelle région? In welchem Bundesland oder Region? C'est dans quelle région? Lassen wir weg. Dans quelle région? Et on répond. C'est dans le Bade-Württemberg. Ok? Bade-Württemberg en français. C'est dans le Bade-Württemberg. Ok? Ça, c'est pour parler de ton origine, wo du herkommst. Ok? Encore deux questions. C'est parti. Quelle est ta nationalité? Quelle? Ich habe den Eindruck, eigentlich Q wiederholt sich immer wieder, ein bisschen wie die W-Wörter auf Deutsch. Vielleicht wäre ein Trick. Quelle est ta nationalité? Welche Staatsangehörigkeit hast du? Tu es né où? Tu es né où? Wo bist du geboren? Lass uns schauen, was du antworten kannst. Je suis français ou française. Je suis où? Je suis allemand ou allemande. Et à la question tu es né où? Où weg? Je suis né mit E-Akzent, wenn du ein Junge bist. E-Akzent und noch ein E, wenn du ein Mädchen bist. Und dann A für die Stadt. Je suis né à Freiburg. Je suis né à Stuttgart. Je suis né à Strasbourg. Und dann en, wenn du einfach en Allemagne sagen möchtest, also das Land, okay? En Allemagne, en France, en Espagne. Ok? Peut-être. Une dernière question. Et on fera peut-être une autre vidéo pour les autres questions. Que tu comprennes le principe. Parle-moi de ta famille. Das sagen sie immer wieder in unseren Hörverständnissen. Parle-moi de ta famille. Tu as des frères et sœurs? Alors là, on a plusieurs possibilités. Si c'est oui, si tu as des frères et sœurs, alors tu peux dire oui, j'ai un frère. Und dann hatte ich erklärt,
es ist toll, wenn du zum Beispiel bei der DELF-Prüfung oder bei dem Abschlussprüfung in der 10. Klasse zeigen kannst, ey, ich kann die Frage beantworten, aber ein bisschen dazu noch was sagen, meinen Satz bereichern. Zum Beispiel, ich kann sagen, ja, ich habe einen Bruder und er heißt so und so viele Jahre alt. Okay? Das kannst du selbst ein bisschen improvisieren, ein bisschen was dazu sagen. Also lass mal schauen. Oui, j'ai un frère. Il. Er. Hein? Il s'appelle. Dann sagst du den Namen. Il a. Oder du hast eine Schwester. Oui, j'ai une sœur. Une sœur. Elle s'appelle. Et elle a. Vielleicht hast du mehrere Brüder, mehrere Schwestern. Und dann kannst du den Satz selber bilden. Aber es kann auch sein, du hast überhaupt keine Geschwister. Und dann den Satz mit non haben wir noch nicht richtig gut geübt mit den Siebtklässlern. Wir haben so Lösungen, Kommunikationslösungen gefunden, wie ich habe null Bruder und null Schwester oder sowas. Nein, oder nein, das habe ich nicht. Jetzt lass uns das richtig gut üben, wie man das richtig sagt, wie kein verwenden. Also, parle-moi de ta famille. Tu as des frères et sœurs? Non. Je n'ai pas de frère. Pas de. Bedeutet kein. Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'ai pas de sœur. Non, je n'ai pas de sœur. Oder man kann auch sagen, ich habe weder eine Schwester noch einen Bruder. Das habe ich jetzt andersrum gesagt. Ich habe weder einen Bruder noch eine Schwester. Non, je n'ai ni frère ni sœur. Ok? Alors, un devoir sera d'essayer déjà de répondre à ces questions parfaitement, okay? De bien les écrire et de t'entraîner à les parler. Ok? Eine Hausaufgabe wird sein, dass du einfach übst, die für alle Fragen, die ich heute erwähnt habe, einfach auf diese Fragen zu beantworten mit den Informationen, die dich betreffen. Je öfters wir das üben, desto besser kannst du das. Und es ist ganz wichtig, dich selbst vorstellen zu können. Okay? Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, das war eine gute Wiederholung für dich, wenn du in der 8. oder in der 9. bist. Und ich hoffe, das war eine gute Vertiefung, wenn du in der 7. bist. Okay? Und wenn du Fragen hast, zögere nicht mit zu schreiben. Und bis bald. A bientôt.